Herzlich willkommen bei dem Bornbienenstand. Wir haben heute, wenn du gerade aufs Handy gucken, als Berufsimker weiß ich da die Tage nicht so genau. Wir haben jetzt 16 Uhr am 20. März und heute wird keine Winterkontrolle gemacht, sondern die richtige erste Frühlingsdurchsicht bei diesem Bienenstand. Wir fangen einfach mal mit dem ersten Völkchen hier an. Man kann schon sehen, das ist ein starkes Volk. Und im Gewicht habe ich auch gleich drin, dass die noch genügend Futter haben. Das ist echt noch schwer. Das heißt, die haben eine gute Honigwirtschaft gehabt hier. Upsala. Ja, schwer halt. Und Brut haben sie ja auch schon drin. Also höchste Zeit, Absperrgitter reinzubringen. Wie beim letzten Video machen wir immer das Bienenvolk schön sauber. Das heißt, da wird jetzt ein bisschen Zeit investiert, hier wirklich alles fein säuberlich abzukratzen. Und wie immer nehmen wir auch hier zwei Waben raus. Ich habe einen Wabenständer im Auto, aber jetzt für den Frühling sind die Waben ja noch so leer. Da kann ich die auch an die Seite legen. Und dann schieben wir das ganze Ding erstmal raus, wenn es eine Biene erwischt hat, weg von den anderen Bienen. Die hat nämlich Pheromone dran. Wenn der Stachelapparat frei liegt, dann werden andere Bienen dann dadurch aktiviert, euch zu verprügeln. Bäh, was für eine eklige Wabe. Die machen wir doch gleich mal ein bisschen kleiner. Oh, hi. So, genau, wir hatten hier diese verschmutzte Wabe. Und da schneiden wir jetzt einfach den Schmutz ab, weil wir haben ja hier einen hohen Mehrwert drin für die Bienen. Das ist noch Winterfutter. Aber der Rest, ihr seht, nee, jetzt nicht mehr. Doch, von der Seite. Ne, also da spritzt es raus und das ist kein Nektar, das ist verwässertes Zuckerwasser. Und hier der Rand da unten, der sieht wirklich stark verschmutzt aus. Der war übrigens verschimmelt und die Bienen haben das wieder sauber gemacht. Deswegen bitte rausnehmen aus so einem schönen Bienenvolk. Und diese Wabe hier, die können wir erstmal belassen. Das ist ja auch die Pollenwabe. Jetzt kommt gleich eine Besonderheit, weil tatsächlich haben schon manche Völker Drohnenbrut angelegt. Hier haben wir unsere Drohnenwabe. Es sind auch schon ein paar geschlüpft und das ist auch so okay. Aber die restlichen Drohnen werden rausgenommen und ich kenne diese ewigen Diskussionen zum Thema Drohnen schlüpfen lassen oder Drohnen nicht schlüpfen lassen. Deswegen schneiden wir jetzt einfach mal die Brut auf, damit ihr das sehen könnt. Und ich möchte hier ganz deutlich sagen, das ist jetzt eine winzige kleine Drohnenecke, ist aber die erste. Und die Bissstellen der Bienen sind hier schon überall wirklich klar sichtbar. Das heißt, da ist noch was drin an Varroa-Probleme. Zum Beispiel hier, gleich mal die erste, das ist eine tote Drohne. Und wenn ich die jetzt nicht rausnehme, dann darf ich mich auch nicht wundern, dass nachher mein Bienenvolk schon im Juni zusammenkracht von Varroamilben. Und an der Stelle muss ich ganz klar sagen, Tierwohl hin oder her, das höhere Tierleid ist definitiv vorhanden, wenn ihr die Drohnenbrut schlüpfen lässt. Und damit meine ich nicht Drohnenbrut konstant rausschneiden, weil die Drohne haben Berechtigung, aber ihr müsst halt wirklich mit Bedacht hingehen. Und das Thema Bedacht fängt eben an, gucken. Nicht denken, sondern wissen und das Wissen durch die Augen überprüfen. Und da hilft zum Beispiel tatsächlich so ein Querschnitt einfach mal durch die Drohnenbrut rein. Und es ist voll mit Varroamilben. Ich muss hier ganz deutlich sagen, jedes Bienenvolk ist bei mir mit Oxalsäure behandelt worden. Die Oxalsäure, die bringt die breite Masse der Varroa raus. Selbst wenn nur 50 Varroamilben überleben, die vermehren sich derartig schnell, da kann man teilweise gar nicht hinterher springen. Jeder weiße Punkt hier, das, ich hoffe, man sieht es auf der Kamera, hier springen nämlich gerade drei Varroamilben fröhlich in der Zelle rum
Und diese ganzen kleinen weißen Pünktchen, das ist der sogenannte Varroakot. Da ist jetzt auch wieder eine Milbe, die lebendig hier rumspringt. Da haben wir was, da haben wir was. Hier, 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 hier und dort. Und selbst hier. Ne? Wenn ihr die Varroamilben nicht seht, dann haben sie die Bienen rausgeräumt. Auch hier haben wir eine Varroa. Ja, hier war der Kot am Flügel. Das, was die Biene teilweise nicht rausräumt, ist tatsächlich der Varroakot. Und deswegen könnt ihr, wenn ihr diese weißen Pünktchen in der unteren Zelle, also das da hier in den Zellböden seht, dann wisst ihr, da definitiv eine Varroa drin war. Und ich denke, wenn man sich das mal genauer anguckt, hier haben wir jetzt schon wieder einen Milbenbefall, ne, da rennt die Muttermilbe rum. Wenn man sich das anguckt, da gibt es gar keine Frage, ob man die Drohnenbrut schlüpfen lässt oder nicht. Weg damit. Das ist einfach eine natürliche Methode, um die Varroamilben step by step aus dem Bienenvolk rauszuholen. Und das Gegenstück wäre eine einfach sehr aggressive Behandlung mit anderen Methoden, wo definitiv eine höhere Schadwirkung auf die Bienen haben, wie diese Drohnenbrut rauszuschneiden. Übrigens hier zum Abschlusstext zum Thema Drohnenbrut. Also ich lasse hier bei so vielen Völkern so viele Drohnen schlüpfen, dass ich definitiv sagen kann, es ist okay, von anderen Völkern die Drohnenbrut restlos rauszunehmen. Zum Beispiel, wenn die nicht so gut sind von der Genetik oder eben auch in dem Falle, wenn die so schon gesundheitlich belastet sind durch die Milben. Hier die Wabe, die lassen wir jetzt mal noch drin. Die hängt ja auch da wirklich mittig im Brutnest drin. Die wird noch einmal durchgebrütet und dann fliegt die Wabe raus. Die ist nämlich schon sehr dunkel. Die Wabe hier genauso. Bleibt drin, sollte aber schleunigst rausgenommen werden. Mir krabbelt irgendwie eine Zecke gerade an meinem Nacken lang. Unangenehm. Aber ich sehe sie da hinten nicht. Bienenvolk wird gerade nervös und will mich stechen. Reinrauchen hilft bekanntlich. Nicht in Lücken reinrauchen. Obala, das war jetzt ein falscher Griff. Hat leider drei Bienen das Leben gekostet. So sehr muss man sich konzentrieren bei der Imkerarbeit. Königin sitzt oben. Habe ich hier unten jetzt nicht gesehen. Mal gucken, wie wir das hier abstaffeln tun. Möglicherweise ist die Wabe an der Stelle besser. Je nachdem, was da liegt. Nein, das ist die Abschlusswabe. Dann machen wir das wieder zurück. Dann kommt die nach außen. Und die kommt hier hin. Und jetzt geht es nur noch darum, schnell die Königin hier rauszusuchen. Dann können wir die nämlich wieder nach oben reinsetzen, nach unten reinsetzen, Abspecki da drauf und ich kann gleich mein Kistensystem wieder draufsetzen. Ich kann zum Beispiel jetzt direkt in der Mitte ansetzen. Da ist nämlich auch von der Logik her die höchste Wahrscheinlichkeit, dass ich die Königin erwische. Die muss ja irgendwo hier im Brutraum sein, wenn sie unten im Brutraum nicht war. Und jetzt gibt es noch so ein Ding.
Ich schlage jetzt mal schnell alle Bienen ab, weil da sitzen Drohnen drauf. Und wenn ich die Drohnen überm Absperrgitter einklemmen, dann gibt es Panik im Bienenvolk, weil die Drohne kommt ja bekanntlich wie die Königin nicht durch. Das wäre dann ein Problem. Solche Honigbrücken hier werden definitiv weggedrückt. Sonst gibt es nachher Chaos im Bienenvolk. Ja, auch hier sitzen jetzt Drohnen drauf. Die schicken wir nach hier unten. Und wieder ganz viele Männchen. Nach der Brutwabe kommt ja immer der Blütenpollen. Hier machen wir jetzt einen kleinen Trick. Das mögen die Bienen zwar gar nicht, aber das erspart uns spätere Probleme. Ich mache das ungern, aber manchmal bedarf es auch einfach ein bisschen rabiateren Handgriffen, um ein Bienenvolk erfolgreich über die Saison zu führen. Und in dem Fall haben die Bienen hier auf eine vorgeprägte Mittelwand tatsächlich vermutlich durch einen Riss beim Schleudern angefangen, Drohnenzellen zu machen. Und wenn die oben Drohnen ausbrüten, dann bleiben die definitiv stecken im Absperrgitter. Das ist der Grund, warum ich die jetzt tatsächlich einfach hier platt drücke. Und dann verlasse ich mich auf mein Putzverhalten des Bienenvolkes, dass sie das wieder reparieren und die toten Larven dann rausholen. Hätte ich das jetzt nicht gemacht, wäre mehr Leid im Bienenvolk verursacht wie Nutzen. Ich hatte ja vorhin gerade die letzte Brutwabe in der Hand und hier kommt der Blütenpollen. Wow. Und den Blütenpollen, den darf man jetzt wie gesagt nicht versetzen. Ne? Also der kommt definitiv an dieselbe Stelle, wo vorhin auch die Brutkammer aufgehört hat. Wenn der beidseitig befüllt ist, dann spielt es keine Rolle. Man muss aber wirklich darauf achten, was man tut. Ne? Also ich habe hier eine Seite, da sind jetzt Eier drauf. Die sind hier in der Mitte. Ich zeige mal drauf. Hier ist alles voll mit Eiern. Und ich habe hier meinen Blütenpollen. Das heißt, es gibt halt nur eine richtige Richtung. Die ist hier. Sonst würdet ihr das Brutnest nicht mehr spiegeln. Und das kann, wie gesagt, zu unerwünschtem Verhalten dann führen. Ob ihr mal eine Brutwabe links oder rechts quer verdreht, ist dann nicht so schlimm. Solange beachtet wird, dass die Brut bei der Brut bleibt und nicht irgendwo sonst hingesetzt wird. Hier machen wir dasselbe. Drohnenbrut machen wir weg. Möglicherweise Königin übersehen. Ist aber nicht schlimm, weil wir haben ja die Bienen abgeklopft
Und bei den wenigen Bienen, wo da jetzt noch vorhanden sind, kann ich mir 100% sicher sein, dass da keine Königin verblieben ist. Vielleicht ist sie aber auch an den Rand gehuscht, das macht die Königin auch mal ganz gerne. Schauen wir mal. Bis jetzt sieht ja auch die Futterversorgung hier nicht übel aus. Schönes Völkchen. Hier, ne? Wieder der Blütenpollenseite, dem Brutnest zugewandt. Jetzt mal gucken, ob sich die Königin hier versteckt hat am Rande. Ne, nicht auf der Seite zumindest. Ich würde am liebsten diese Naturwaben immer gleich frei rausschneiden für einen Wabenhonig. Aber auch hier gilt, sich in Bienenvolk reinfühlen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel diese Naturwaben ausschneiden würde, dann hätte ich ja nicht nur meinen Honig oder Zuckerwasser drin verloren, sondern würde dem Bienenvolk auch die letzte Reserve klauen. Deswegen wird diese Wabe in 3 Wochen rausgenommen. Beim nächsten Termin und heute nicht. So, hier können wir schon zuschieben. So, Königin, hoffentlich sehe ich dich noch. Das sieht nicht so aus, wie wenn die sich blicken lassen wollte heute. Na doch, da ist doch die Königin. Ha. Hat sich hier komplett versteckelt. Also auch auf der Kiste gilt, mit Geduld die Königin einfach nur auf seine Finger laufen lassen. Das ist so viel besser, wie einen Griff zu machen. Ich habe das leider schon so oft gesehen, dass Imker die Königin ein bisschen blöd greifen und dann ist es vorbei. Dann ist die Arme gedrückt. Das ist im Frühling passiert, voll Katastrophe. Also eine Königin im Frühling, die darf vor der Schwarmzeit auf gar keinen Fall in Gefahr kommen. Neue Königin gibt es nämlich erst im Mai, wenn es dann mit der Bienensaison so richtig losgeht. So, Futter ist jetzt ein bisschen knapp, aber angesichts der Tatsache, dass jetzt das Wetter hier so richtig loslegt, mache ich mir da auch noch keine Gedanken. Blüten sind mehr als genug offen. Und das, was drin ist, reicht definitiv für die nächsten 14 Tage aus. Und wie ich es im anderen Video ja schon auch gesagt habe, der nächste Eingriff hier bei meinen Bienenständen wäre in 21 Tagen. Wenn es jetzt aber die nächsten 14 Tage wirklich durchregnet, na, dann komme ich da nicht hin mit meinem Futter. Und dann muss man halt früher gucken. Und zwar so früh gucken, wie ihr euch sicher seid. Wenn ihr die Bienen weghaben wollt, dann bringt es nichts, in großen Pumpstößen reinzugehen, sondern weniger ist mehr. Wenn ihr ganz wenig drüber geht, habt ihr die viel schnelleren Effekte, dass die Bienen dann Abgang machen. Und die restlichen Bienen, die schieben wir einfach mit dem Finger zur Seite. Und last but not least, wir schieben das Gitter drüber. Und zwar langsam und vorsichtig, mit Bedacht. Dann gibt es nämlich entweder gar keinen Schaden oder nur den geringsten Schaden. So, und die Bienen hier einfach mit dem Finger gucken und weg mit euch. Ich habe bis jetzt keinen einzigen Stich bekommen. Und uiuiui, wenn sie halt drauf hocken, wieder in der Leiste, so wie hier, die da hier,
zum Gefahr. Dann muss man halt auch mit dem Finger kurz nachgehen. Und dann gilt immer, wenn sie mal weg sind, keine Zeit verlieren, sondern ganz schnell alles zumachen. Sonst gehen sie wieder drunter. Die Folie ist noch okay, mit der kann ich noch mal ein Jahr arbeiten. Von der Bewertung her haben wir definitiv mal Drohnenbrut rausgenommen. Verhalten war super, Gesundheit war toll, Entwicklung war toll. Honig haben sie auch gut gemanagt. Deckel zu, nächstes Volk. Bei dem Bienenvolk könnte das Futter knapp sein. Das habe ich in meiner Hand hier drin. Das ist nicht gerade schwer. Und wenn ich hier von unten reingucke, dann sehe ich hier definitiv schon mal keine verdeckelten Zellen. Könnte gefährlich werden. Dann sehe ich hier ganz viel Drohnenbrut. Könnte gefährlich sein. Möglicherweise drohnenbrütiges Volk. Gucken wir uns jetzt genauer an. Und so eine Wabe nehmen wir raus, weil sie hier verschimmelt war. Und die Bienen haben sie da sauber gemacht. Und trotzdem ist der Neubau hier angebracht. Wie gesagt, ich habe immer auch den Aspekt in meiner Imkerei, dass ich Bienenwachs produzieren möchte für euch. Und deswegen ist mir das ganz recht, dass ich hier auch eine gute Wabenhygiene halte. Bei jeder kleine Fissel Bienenwachs erhöht das Wachsvolumen. Das bleibt. Das ist eine schöne Wabe. So, zwei haben wir draußen. Jetzt schiebt man wieder alles vor. Das ist jetzt noch so ein Vorgängermodell von den Home Hives gewesen. Das seht ihr hier an dieser, an dem Dreieck hier, wo die Rähmchen aufliegen. Ich dachte, das wäre eine gute Idee, um keine Bienen zu quetschen, aber war es nicht. Da wird einfach zu viel reingeklebt. Und ja, den Bienen tat es auf jeden Fall gut, nur in der Praxisarbeit ist es für mich einfach nicht gut gewesen. Deswegen habe ich das wieder zurückgebaut und die neuesten Modelle, die haben lediglich eine Leiste, die nach unten angeschrägt ist. Da haben wir dieselben Effekte und können besser mitkratzen. Wunderschöne Wabe. Ich kann jetzt schon sagen, das Volk ist definitiv mal nicht drohnenbrütig. Da würden die sich anders da verhalten. Und so wie die hier Blütenpollen eingelagert haben, ist das alles noch okay. Trotzdem würde mich nicht wundern, wenn der Königin die Spermien bald ausgehen und sie dann nur noch Drohnenbrut legen kann. Das ist dann so ein Bienenvolk, wo man der Schwarmzeit, also den Schwarmtrieb nutzen kann und dann einfach eine Umweiselung macht. Also die Altkönigin rausnehmen, Weißelzellen schlüpfen lassen, dann habt ihr dann eine neue Königin wieder drin. Aber wenn die Genetik gut ist, ist ja alles gut. Dann kann die vermehrt werden. Die Genetik hier ist super. Das ist eine 21er Königin. Und ich erinnere mich, letztes Jahr war es so ein scheiß Bienenjahr. Da hat es auch alle Königinnen einfach nicht so gut begattet. Weil die Männchen alle ja, auch von den Bienen wirklich nicht gut gepflegt worden sind. Schlechtes Bienenjahr heißt auch keine gute Genetik in der Luft. Verhältnis hier ist alles gut. Jungbienen sind mehr als genug vorhanden. Wunderbar.
Ich habe, wenn ich mit Bienen arbeite, immer eine meditative Bauchatmung, um meinen CO2-Ausstoß, den die Bienen ja mit ihren Fühlern detektieren können, bloß nicht zu erhöhen. Je mehr ihr schnaubt, desto höher sehen die Bienen eine CO2-Glocke um euren Gesichtsbereich. Und dadurch erhöht ihr selbst euer Risiko, dass die Wächter auch das anpeilen und dann genau ins Zentrum gehen, zum Beispiel in die Nase stechen oder in den Mundbereich. Und deswegen ist wichtig, wenn ihr ohne Schutz arbeitet, dass ihr eine spezielle Atmung da an den Tag legt. Und diese Atmung, die kann man zum Beispiel in thailändischen Meditationszentren lernen. Also ich habe das alles in Chiang Mai gelernt, im Dschungel. Hat mit Bienen nichts zu tun gehabt, da ging es einfach nur um eine Meditation mit spezieller Atemtechnik, wo auch für die Gesundheit sehr interessant ist. Und ich habe lediglich diese Techniken auf die Bienenbearbeitung dann übernommen, integriert, mit einem Ergebnis, dass ich als Berufsimker, der täglich mit Bienen zu tun hat, so gut wie gar nicht gestochen werde. Und ich mache definitiv nochmal euch Videos zu diesem Thema, ganz speziell, wie man mit Bienen umgehen kann, ohne Stiche zu bekommen. Das geht nämlich. Nicht immer, aber zumindest in großen Bereichen. Die Königin war hier schon wieder nicht oben. Das heißt, da müssen wir jetzt mal wieder nach unten gehen. Zumindest, also, ihr wisst, was ich meine. Nach oben, in den Honigraum, der jetzt unten steht. Also die Königin war oben, wir wollen sie unten haben. Die Folie hier, die ist durch. Also da kommt definitiv eine schöne neue Folie dann rein. Ihr seht, wenn ich kratze, habe ich immer meine Fingerkuppen vor dem Stockmeißel. So kann ich so gut wie jedes Rähmchen durchkratzen, ohne Wachs zu verlieren. Und es türmt sich dann alles hier an der Spitze. Und dann kann es abgekrubbelt werden und ab in den Wachseimer. Ich mache jetzt dasselbe wie mit dem anderen Volk. Ich gehe gleich mal hier in den mittleren Kern. Mit der Hoffnung, dass die Königin auf einen Schlag drauf sitzt. Ha, und Glück gehabt. Da haben wir die Königin. Jetzt kann ich euch gleich einen zweiten Trick zeigen. Wir haben hier ganz viel Bienen aufsitzen. Die dienen wie eine Polsterung, wenn andere Bienen drauf liegen. Deswegen könnt ihr tatsächlich eine Königin, wenn ihr vorsichtig seid, mit den Bienen runterschlagen. Habt ihr es gesehen? Da war sie, Königin. Hat wunderbar funktioniert. Und dann geht wieder das Gekratze los. Oh, ich sehe schon, dass ich bald wieder neue Hosen brauche. Ich mag das immer, das hier abzustellen, mit dem Nachteil, dass dann hier meine Hose komplett verpropolisiert. Und da machen wir jetzt wieder dasselbe. Wir haben hier überall Drohnenbrut schon drauf. Deswegen müssen wir die leider entfernen, zum Wohle des Bienenvolkes. Ich zeige mal kurz die Drohnen. So sehen die männlichen Bienen aus. Die Drohnen erkennt man an den dickeren Augen, am dickeren Körperumfang. Also der Abdomen ist ja beinahe schon rund und dick. Und auch der Thorax ist richtig knackig und groß. Das haben die Bienen nicht.
ich könnte meine Arbeitszeiten maßgeblich beschleunigen, wenn ich sage, die Backen interessieren mich nicht. Aber es hat definitiv Nachwirkungen innerhalb der Saison. Und deswegen gibt es da für mich gar keine Frage, wie ja, die Backen halt einmal im Jahr sich die Zeit nehmen und sauber machen. Alles andere wäre fatal. Also mit dem Futter habe ich mich definitiv getäuscht. Die haben hier mehr als genug Futter noch zur Verfügung. Und waren wohl deswegen so leicht in der Kiste, weil hier auch ein paar Larven und Eiermaden dabei waren. Und die wiegen nicht so viel wie ein geschlossenes Brutnest oder gar diese vollen Honigwaben hier an der Seite. Ja, mal gucken, vielleicht kann ich sogar die Naturwaben jetzt rausnehmen. Das wäre die Naturwabe. Da ist auch so gut wie nichts mehr drin. Ein bisschen noch. Warten wir mal ab. Je nachdem, was jetzt hier auf der Ecke noch kommt, kann ich mich ja immer noch umentscheiden. Den stellen wir vielleicht mal dahin. Ah, das ist ein bisschen eng wegen den Säcken gerade hier. Das ist dann vielleicht auch gerade der nächste Trick, wo ich hier gleich erzählen kann. Also ich mache überall um die Bienenstände Rinden ruhig rum. Da erspare ich mir größtenteils im Freischneider zu nah an die Bienen zu kommen. Ganz davon abgesehen ist Rindenmulch ziemlich gut um die Bienen außenrum, weil wenn sie räubern, kann ich einen Rindenmulch nehmen und einfach vor die Fluglöcher schmeißen. Und ich brauche keine Spritzmittel, um das Unkraut da fernzuhalten. Ja. Nee, ich muss jetzt wieder leider genau alles revidieren. Also tatsächlich haben die nicht so viel Futter wie das andere Volk. Ist trotzdem okay, das reicht aus. Jetzt will mich eine Biene stechen. Und dann rauchen wir einmal hier hin. Dann rauchen wir hier drauf. Die großen Wolkenstöße sind da, um das Volk zu beruhigen. Die kleineren Puffwolken, die nehmen wir, um die Bienen zu lenken. Und da bitte differenzieren, das macht große Unterschiede, wie ihr in ein Volk reinraucht. Das ist übrigens was, wo in der Imkerausbildung nicht dran kommt. Das sind die Dinge, die man lernen kann, wenn man die Grundausbildung hat und sich dann eben noch mit anderen Dingen beschäftigt, wie zum Beispiel Ethik. Oder Tierwohl. So, liebe Bienen, Abgang da aus der Guillotine. Bitte raus von euch. Ah, du willst schon drunter schlupfen. Okay, schieben, schieben, schieben. Eine Biene habe ich definitiv erwischt. Das war die hier. Tut mir leid für dich. Jetzt ein bisschen besser aufpassen. Jawohl. Und hier wieder der Trick. Zack. Die Bienen einfach und weg. Ein Besen würde ich dafür sowas gar nicht erst nehmen. Also da gibt es auch so eine Grundregel. Die Bienen, die hassen euren Imkerbesen. Und es führt zu Stichen. Beseneinsatz geht ganz oft in ja, Stichbereiche der Augen rein. Wollen wir nicht.
Ja, okay, jetzt habe ich habe einen Fehler gemacht. Ne? Das war jetzt nicht so klug. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen die Drohnen unten haben und nicht über dem Gitter. Das kann ich jetzt gerade vor lauter Reden glatt vergessen. Das ist sehr gut. Die Wabe ist nämlich leer gefressen. Dann können wir die rausnehmen aus dem Volk. Das Ding ist ziemlich durch, also das lappelt mich hier definitiv viel zu stark und deswegen habe ich doch hoffentlich mal einen Drahtspanner hier noch in der Buchse. Okay, muss ich rausholen. Verrostet oder wie? Super, Drahtspanner ist da. Ansetzen und runterdrücken und voilà, Problem gelöst. Logischerweise können wir uns hier nicht rausnehmen, diese Wabe aus dem Volk zu entfernen. Wir haben hier noch Honig drauf und das wird das Bienenvolk brauchen. In 3 Wochen schneide ich sie raus. Gut, da haben wir die letzten Bienen mit ihren Männchen dabei. Die schütteln wir jetzt ins Volk runter. Jetzt kommt wieder der Trick mit den Puffwolken. Das Bienenvolk will euch ja jetzt gar nicht angreifen. Deswegen nehmen wir jetzt den Smoker lediglich zum Lenken der Bienen und nicht als unsere eigene Selbstverteidigung. Und den ganzen Trick von vorne nochmal, Abspiegitter drauflegen und langsam reinschieben. Darauf achten, dass es horizontal liegt. Wenn Spalt zwischendrin ist, dann rollen sich die Bienen. Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung war gut, Honig war, ja, hätte besser sein können, Drohnenbrut nicht geschnitten. Jetzt apropos vor lauter Reden wieder hier für die YouTubes, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob ich bei dem anderen Volk den Drohnenbrutschnitt markiert habe. Prüfen wir gerade nochmal nach. Doch, habe ich getan. Ein X für einen Drohnenbrutschnitt. Wichtig, solche Daten. Okay, die Sägeberger überspringe ich jetzt der Einfachheit halber.
kommen dann nachher dran. Wir haben ja hier noch die drei Home Hives stehen. Das ist ein ganz leichtes Bienenvolk hier. Noch ein Ticken leichter wie die, wo ich gerade eben offen hatte. Der Smoker ist auch bald durch. Das merkt man daran, dass die Farbe des Rauchs sich verändert. Wenn der Rauch bläulich wird, dann ist euer Smoker schon mehr als die Hälfte durch. Und ein heißer Smoker tut den Bienen nicht gut. Deswegen stopfen wir den gleich mal auf. Das Bienenvolk hier ist jetzt gerade nervös. Nach dem Rähmchen muss ich den Smoker direkt aufstopfen. Sonst ist der nächste Handgriff mit einem Stich im Gesicht verbunden. Und warum ich das jetzt sage, weil ich es am Verhalten des Bienenvolkes erkenne. Die Bienen ändern ihr komplettes Wesen, bevor sie in Angriff gehen. Seht ihr, wie nervös die hier werden? Durch meine Bewegung. Ja, hier, zwei Wächter sind gerade hier. Habt ihr das gesehen, wie die eine hier meinem Finger nachgegangen ist? Das sind so Feinheiten, wo man tatsächlich nur über Erfahrung dann irgendwann lernt. Und auch wenn ich da so ein Video für euch mal mache, dient es nur der Inspiration, das dann wirklich selbst erkennen zu können. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Wo haben wir hier Gras? Gut, dann vielleicht den Büschel hier. Ja, und das Kraut hier auch. Ganz wichtig, dass ihr immer die Smokerkappe mit Grünkraut füllt, weil das kühlt nochmal runter. Und falls Funken rauskommen, werden die durch Grünkraut auch im Zaum gehalten. So, weil die ein bisschen am Spinnen waren, kriegen die jetzt mal drei Pumper rein. Und dann kann es losgehen. Das ist ein Propolisvolk. Ganz klar. Sind die hier am Basteln und Kleben. Ist auch gut so. Sollen sie ruhig machen. Bei mir wird Propolis nämlich als Pluspunkt gewertet. Je mehr Propolis ein Bienenvolk macht, desto besser ist es. Ihr wisst ja, dass die internationale Königinzucht als einen ganz großen Punkt hatte, den Bienen das Propolis abzutrainieren. Weil man mit einem Bienenvolk, wo natürlich ganz viel Propolis ansetzt, einfach ganz schlecht arbeiten kann. Interessant ist natürlich zu wissen, dass Propolis ein extern ausgelagertes Immunsystem von unseren Honigbienen ist. Um das wegzuzüchten, ist Wahnsinn. Deswegen vermehre ich sehr gerne die Bienenvölker, die eben ganz viel Propolis machen. Übrigens verkaufe ich natürlich auch Propolis, von daher ist es bei mir absolut erwünscht. Auch ein ganz tolles Bienenvolk. Nein! Mit einer toten Biene leider. Das ist mein Fehler. Hier wieder der Trick. Die Wabe geht aus dem Raster. Daumen nehmen, reindrücken. Und diesen Fissel da oben nicht vergessen. Wenn er den verpennt wegzumachen, nicht wundern, dass das in 14 Tagen oder in 3 Wochen dann wieder genauso dick dran klebt. Sobald eine Biene sich in den Haaren verfängt und schnacht, müsst ihr die Biene töten. Die zu retten hat überhaupt keinen Sinn. Und wenn ihr schon mal einen Angriff habt,
Die Bienen sind ein Kollektiv. Wenn eine Biene euch angreift und ihr beruhigt nicht das Kollektiv, dann wird kurze Zeit später gleich die nächste Biene euch angreifen. So funktioniert ein Bienenvolk. Wer das berücksichtigt, kommt relativ gut ohne Stiche weg. Die letzte Wabe ist krumm geworden. Nehmen wir hier die krumme Spitze den Bienen weg. Und das Ding ist wieder einigermaßen gerade. Und zurück damit. Das hier wird die nächste Drohnenwabe. In 3 Wochen ist die hier gefüllt. Kann man Drohnenbrut schneiden. Das ist eine kleine Wabe, die wir hier auf der Seite nicht hatten. Deswegen setzen wir die jetzt hier rüber. Können wir auch gleich den Leerrahmchen reintun. Hier der Rest Propolis rauskratzen. Letztes Rähmchen rein. Hier bei dem Volk habe ich jetzt hier gar keine Drohnen gesehen, die geschlüpft sind. Das heißt, da kann ich jetzt hoffentlich, wenn ich die Königin habe, direkt die Honigräume draufsetzen. Das ist auf jeden Fall auch für mich eine angenehmere Arbeit, weil so muss ich immer mit einem gebeugten Rücken arbeiten. Deswegen habe ich auch diesen Stein vom Baumarkt mir geholt für die Home Hives. Der heißt Stützflor, kriegt ihr in jedem Baumarkt und der hilft euch, dass das Bienenvolk direkt in eurer Arbeitshöhe drin sitzt. Und das genieße ich natürlich sehr. Denkt dran, wenn euch die Bienen angreifen, es ist ein Kollektiv, die sind nicht getrennt. Optisch ja, aber spirituell nicht. Das heißt, wenn die euch angreifen, dann raucht ihr bitte hier rein und ihr raucht auch hier rein. Also eine Drohne sehe ich jetzt, aber wegen einer Drohne machen wir da nicht rum. Beziehungsweise wegen ein paar Drohnen. Das ist ja immer mehr wie eine. Wenn man eine sieht, dann rennt da definitiv noch mehr rum. Also hier haben die Bienen gerade übrigens eine Leiche rausgeholt, die Varroa-Probleme hatte. Kann man hier dran sehen. Ups, ja, Mist, ist sie weg. Und das da hier ist die Wachsmotte. Ist nicht schlimm. Da ist sie. Nicht der Bienenstockkäfer, sondern ganz normale Wachsmotte, die sich halt einfach hier im Brutraum alles mal versteckt. Jetzt ist es Vogelfutter. Ich habe jetzt nur noch 3% Akku. Und ich hoffe, dass ich zumindest dieses wunderschöne Bienenvolk für euch hier noch auf Band bekomme. Wenn nicht, dann bricht jetzt einfach das Video an der Stelle dann ab, wo ich jetzt halt den Akku dann verliere.